Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu The Long Dark. Ich bin ziemlich überfüllt und ich muss zugeben, ich habe nachgeguckt, wo ich denn diesen Schlüssel vielleicht übersehen haben könnte und sonst irgendetwas, weil wir waren ja bei dem Farmhaus, wir kamen ja nicht rein. Und was liegt denn da? Ein toter Wolf, gefroren. Der wird gleich auch noch da sein. Das ist ja ulkig. Ja, auf jeden Fall, wir sind in das Farmhaus gar nicht reingekommen und ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum? Warum kommen wir in dieses Farmhaus nicht rein? Es ist abgeschlossen, irgendwo muss der Schlüssel sein. Bei der Leiche war er ja nicht, da haben wir zwar einen Schlüssel aufgehoben, aber das war nicht der Schlüssel, wo ich dachte, dass er der Schlüssel wäre, den ich suchen würde. Ja. Nee, war irgendein anderer. Ich kann übrigens nicht rennen, weil wir total überlastet sind, aber das ist mir jetzt auch erstmal egal. Ja, wir müssen auf jeden Fall wieder zurück zu diesem Farmhaus. In einem der Autos steckt nämlich dieser Schlüssel für das Haus und in dem Haus ist der Schlüssel für, ja, für das Schließfach. Und damit sollen wir dann zu der grauen Mutter gehen. Und ich hoffe, dass sie uns dann endlich ihr Gewehr gibt. Ich frage mich die ganze Zeit, sollen wir sie dann später alleine lassen? Oder, weil ich meine, die Alte, jetzt mal ganz ehrlich, die Alte kommt da ja nie weg, ne? Die kommt da absolut nie weg. Upsala. Das wollte ich gar nicht. Genau, ich wollte hier gucken. Wir sind komplett voll. Wir sind ausgeruht. Wir haben keinen Hunger. Wir haben keinen Durst. Wir haben geschlafen. Uns war auf jeden Fall warm. Da hinten stromert wieder ein Wolf rum. Der kann uns aber gerade ziemlich egal sein. Boah, ich habe hier auch bei mir die Heizung an. Ey, es ist so kalt. Wenn ich das jetzt hier so sehe, wird mir noch kälter. Ja. Wir sind gleich da. Also die Alte stirbt da auf jeden Fall. Darauf kann man sich definitiv schon mal einstellen. Ich weiß nicht wie, oder oh Gott, stellt euch mal vor, wir müssen die mitschleppen. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Ein Hirsch. Man sieht immer Hirsche, aber kein Reh. Also keine Hirschkuh. Reh müsste ja die Allgemeinbezeichnung sein, oder? Ich weiß es nicht. Ich bin kein Experte auf dem Gebiet. Also wer kommt auf die Idee, hier eine Farm zu führen? Hier wächst doch überhaupt nichts. So in einem Auto. Wir müssen jetzt erstmal gucken. Das war jetzt ein geiler Übergang. Oh, yo. Och, läuft das aber. Oh Gott. Ich hatte gerade echt Panik, dass der uns angreift. Ich meine, ich weiß, dass sie in echt auch angreifen und man sollte nicht unbedingt. Truck seems to be dead. Engine won't even turn. Ja, so wie alle hier. Handschuhfach ist leer, da ist auch nichts, aber wir haben da den Schlüssel. Ein Häschen, ein Reh. Jetzt kommt gleich noch der Wolf und jagt sie alle weg. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal. Habe ich mich erschrocken? Mein Hund hat sich gerade bewegt, aber das poltert hinter mir dann immer so. The old lady said the key was here somewhere. Ja. Schade, ich kann gar nichts mehr mitnehmen, ey. Ich bin schon vollkommen überladen. Ich will nicht. Man kann immer so viele Sachen mitnehmen. Das ist so fies. Das ist so scheiße fies. Und man denkt sich dann immer so, ach, mitnehmen, 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 sammeln.
Und in Wahrheit ist es einfach nur scheiße, wenn du sammelst. Das sieht aus, als wenn der hier abrupt abgehauen wäre. Wird mir auch nur Regal angezeigt. I could use this. Papiere brauche ich nicht. Ach, das war der Schlüssel, den wir bei der Leiche gefunden haben. Hm. Notfallnotiz. Text lesen. Dieses Notfallset wird kostenlos von der Great Bear Earthquake Memorial Society in Klammern GBEMS bereitgestellt. Mit unseren gemeinnützigen Organisationen sind sie für alle zukünftigen Notfälle auf großer Bär bestens gerüstet. Getreu unserem Motto: Wir vergessen sie nicht. Gut. What have we here? Boah, was ein Wetter, ey. Die Stromrechnung, jo. Überfällig, letzte Warnung. Sehr geehrter Herr Baker, Ihre Zahlungen an die Mainland Power Corp sind jetzt deutlich verspätet. Ihr Kontosol beträgt $1,256.45. Trotz unserer Bemühungen, Sie bezüglich der Klärung dieses Sachverhaltes zu kontaktieren, müssen wir Sie mit dieser dritten und letzten Mahnung informieren, dass wir uns leider gezwungen sind, Ihre Stromversorgung mit sofortiger Wirkung zu trennen. Wir haben ein Wiederbeschaffungsteam beauftragt, Ihre gemietete Solarzelle Typ BK1 zurückzuholen. Sobald Sie Ihren Kontostand ausgeglichen haben, stellen wir Ihre Versorgung gerne wieder her. Bitte beachten Sie, dass alle Zählermessungen durch unparteiische Drohnen durchgeführt werden, die von unserer Überwachungsstation auf der großen Bärinsel entsendet werden. Falls Sie Anspruch gegen die Messung erheben möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Ansprechpartner, den Sie laut unserer Unterlagen in Daten fehlen finden. Power Corp ist der führende Anbieter von stromnetzbasierten Diensten in der südlichen Region der Große Bärinsel. Wir sind stolz auf unseren hervorragenden Kundenservice, der 3 Jahre in Folge mit der Moschusgrünen Service-Medaille ausgezeichnet wurde. Falls Sie eine Zahlung leisten oder Ihren Kontostand erfragen möchten, wenden Sie sich bitte jederzeit per Telefon, E-Mail, Social Media oder Drohnenpost an den unten angegebenen Kontakt. Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen, Mainland Power Corp. Gut. Wasser. Das musste jetzt sein. Schokoriegel. Ich weiß, ich bin sowas von überlastet. Ach. Sieht echt aus, als wenn der... Ich weiß nicht. Hier so, als wenn der irgendwie... Well, I can still eat this. Als wenn es hier einen Kampf gegeben hätte. So sieht es hier aus. Guck mal, den Dosenöffner geben wir der Alten. Should come in handy. Hm. Nimm mal mit. Boah, man findet hier Zeug, ey, das ist schlimm. So, ich könnte es uns jetzt hier warm machen. This gear is starting to slow me down. Ja, ich weiß. Mir kann nicht rum. Draußen scheint sowieso ein Sturm zu sein. Wie kann es einem richtig gut gehen? Okay, hier ist sonst nichts mehr, außer... Brandbeschleuniger.
Notiz des Nachbarn. Hallo Martin, wir haben Molly gefunden. Alice war sehr erleichtert. Vielen Dank, dass du uns bei der Suche geholfen hast. Anscheinend war ihr dieses Mal ein Wolf auf den Fersen. Seit dem Beben werden es immer mehr. Gibt eben nicht mehr so viele, die sie im Schach halten. Molly ist verletzt, aber sie wird es überleben. Sei vorsichtig. Die Wölfe könnten es auch auf deinen Hund abgesehen haben. Ich weiß, dass du Tiere liebst und niemals einen Wolf erschießen würdest, aber sie sollten laute Geräusche hassen. Vielleicht kannst du dir mit einer Signalleuchte behelfen. Ah, pass auf dich auf und besuche uns, sobald du kannst. Du solltest nicht zu viel Zeit alleine verbringen, John. Okay, das ist sehr gut zu wissen. Ich meine, es war mir an sich bewusst, aber... Weißt du... Ich mach mal eben ein Feuerchen an. Und dann muss ich mal gucken, ob wir unseren Hirsch grillen. Und dann muss ich das noch alles wegpacken, weil ich will ja den Wolf auch noch ausnehmen. Ich muss so viel Fleisch rankarren wie nur möglich. Ich weiß nicht, wohin uns das jetzt alles demnächst führt. Man kann leider nie so viel mitnehmen, wie man gerne möchte. Ich meine, klar, es ist verständlich, aber irgendwie... Ich habe nachher so ein Pech und leg das Falsche ab und dann stehe ich da nachher ohne Essen, ohne Trinken, ohne alles. Ne. Okay. Feuer war total umsonst, aber egal. Hope nobody needs this anymore. Aktentasche noch durchsuchen. Nichts drinne. Ja, brauchen wir nicht. Ich glaube, die brauche ich auch nicht. Streichhölzer gehen immer. Could end up being useful. Mein Gott, ey. Die hat's schon hinter sich. Urne durchsuchen. Schlüssel. 15. Sehr schön. Upsala, das wollte ich nicht. Ach, wir haben alles. Wir können gehen. Den Aktenschrank habe ich noch nicht durchsucht. Fällt mir gerade was ein. Ich habe die ganze Zeit am Laufen und weiß überhaupt nicht, wie viel Uhr es ist. So, jetzt. Okay. Ja, könnte man... Stuff will come in handy. Gut, ich hab alles. Mehr kann ich sowieso nicht tragen. Oh mein Gott. Boah, ich wusste doch, dass er richtig Sturm eingesetzt hat, aber ey, das ist heftig. Warum habe ich jetzt gerade auch irgendwie das Gefühl, dass wir gleich definitiv auf Wölfe treffen? Und wahrscheinlich dann rennen müssen und ich kann nicht rennen. Supi. Die haben vollkommen geklappt. Ah, wir schaffen das. Wir müssen ja nur erstmal in diese blöde Bank rein. Und wenn wir das gepackt haben,
müssen wir das Bankschließfach öffnen und dann nur noch zu der Alten. Um den Wolf und den Gefrorenen kümmere ich mich später. Ach, je. Aber an sich bin ich ganz zufrieden mit dem Spiel. Ich frage mich, ob wir auch mal einem Bären begegnen. Ich meine, ich möchte einem Bären eigentlich nicht begegnen. Vielleicht so von Weitem einfach mal sehen oder sowas. Weil die lassen sich ja nicht gerade so schnell vertreiben wie Wölfe. Ich glaube, das macht die sogar nur aggressiver, wenn du versuchst, die mit Feuer oder mit einem Knall zu vertreiben. Obwohl in meiner Welt haben alle Tiere Angst vor Feuer. Aber ich weiß nicht, wie das mit einem Bären ist. Wenn der so richtig wütend ist und ausrastet. Ah, ich weiß nicht. Ja, alles geht sehr weit runter. Oh, bitte, jetzt lass nicht die Brücke einstürzen. Das wär's noch. Oh mein Gott, ich dachte gerade, da oben wäre ein Bär. Aber das ist nur ein Fels. Oh mein Gott. Das sah so aus. Guckt euch das mal an. Boah. Ich kriege irgendwie ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, ich finde das gerade ziemlich unheimlich. Oh, die ganzen Türen knarren und oh, das ist hier gerade wie, weiß ich nicht, wie in so einem schlechten Horrorfilm, ey. Nur, dass es anstatt dunkel alles weiß ist. Okay, da ist die Bank. Wir haben es gleich geschafft. Ich dachte am Anfang, das wäre ein Supermarkt. Ach du Scheiße, der Wolf ist weg. Der Wolf ist weg. Scheiße, der gefrorene Wolf ist weg. Was kann das bedeuten? Ich bin mir gerade nicht sicher, was das bedeutet. Aha, guck mal, da habe ich schon wieder ein paar Sachen fallen gelassen. 15. Ja, durchsuchen will ich es auch. Bei der grauen Mutter. This will come in handy. Es hat gerade gequietscht, warum? Okay, jetzt müssen wir nur noch nach links. Links war das Haus, ne? Links hoch. Ja, das sieht doch sehr gut aus. Ja, komm, das schaffst du. Roll nie rum. Nicht rumheulen. Did you find it? Yep. Here's the safety deposit box from the bank. I still don't understand. Shh. Give me the box. You sent me to steal jewelry for you? You said this would help me find her. Have faith, outsider. It will. Do one last thing for me. Mm. And then I will tell you what you need to know.
I'm finished with this. I'll find my own way out of here. Then you will die like the others. Just one more task for Grey Mother. Man who fell from the sky. And then you'll get the answers you need. What's this last thing you need from me? Right or wrong from the past, outsider. That's all I ask. How can I do that? Take these pearls to Lily. Huh? Lily? Ich dachte die ganze Zeit, du sprichst von meiner Freundin. Wer ist Lily? Du findest sie auf dem Friedhof. Dem Friedhof? Bei der Kirche. Du musst auf den Weg in die Stadt daran vorbeigekommen sein. Ja, Alte, ey, weiß nicht, wie viele Wölfe da waren. Warum sollte sie bei der Kirche auf mich warten? Das ergibt doch keinen Sinn. Du findest sie dort um deine Antworten. Warum sollte ich diese Perlen von der Bank stehlen? Nicht von der Bank, vom Bauern Baker. Der Bauer ist weg. Also hat er sich mit den anderen Feiglingen aus dem Staub gemacht? Nein, er ist tot. Sieht aus, als hätten die Wölfe ihn erwischt. Und so endet es also. Okay. Okay, ich hoffe nur, dass mir das dabei hilft, meine Freundin zu finden. Wie... Zusammenbruch. Ich möchte dir gerne einen Dosenöffner geben. Yay. Ja, Leute. Ich lasse jetzt mal ein paar Sachen hier, ne? Weil wir ja eh nicht alles brauchen. Und ich muss mich bewegen können. Okay, was lassen wir hier? Okay. Lampenöl. Den können wir auch erstmal hier lassen. So, das alles findet sich hier. Zu meiner Rechten. Kann ich noch was... Ja, essen kann ich auch nichts mehr. Okay. Dann bringen wir die Perlen zu Lily auf den Friedhof. Der Schneesturm hat aufgehört und... Warte mal. Ich muss nochmal rein. Wir können immer noch nicht uns bewegen. Das gibt's doch nicht, ey. So. Später alles verwerten, später alles mitnehmen. Oh, Gott. Okay, los geht's. Ich kann nicht laufen. Wieso kann ich denn nicht laufen, ey? Was, ist jetzt alles umsonst gemacht? Boah, wehe, ich werde jetzt irgendwie entführt oder gepackt oder sonst irgendetwas, ja.
Ess mal eben was. Kann nicht rennen. Okay. Wie weit war die Kirche entfernt? Es ist ja gar nicht so weit. Wenn mir natürlich jetzt keine Wölfe begegnen, wird das ein sehr, sehr schöner Spaziergang. Vor allem, da ja der Sturm auch jetzt aufgehört hat. Scheiße, wie mache ich das jetzt? Ja, geh ja weg, du. Ja, ich weiß nicht, ob der mich in Ruhe lässt. Zu trauen ist dem Vieh nicht. Und ich weiß von Wölfen, ich weiß ja nicht, ob die das hier alles so übernehmen, aber dass sie einen auf jeden Fall verfolgen. Und er verfolgt mich. Dabei will ich dem Herzchen noch gar nichts tun. Oh, geh ja weg, du Vieh. Fuck, 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 wo ist er? Oh Gott. Oh, was hat den denn jetzt verjagt, ey? Ich bin auf dem Friedhof. Ich sinke ein. Also ich bin auf dem Friedhof. Er ist bei der Kirche, ja. Ich bin bei der Kirche. Definitiv. Ach, da ist noch was. Blödes Vieh, ey. Ich liebe Wölfe über alles, ne? Aber mit so einem muss ich nicht. Knuddeln. Habe ich gerade. Will die mich verarschen, die Perle? Ist keine Lilly. Ich gehe noch mal rein. Hä? Ich soll zum Friedhof gehen. Oh Gott sei Dank, wurde gespeichert, ey. Was soll ich denn bitte hier machen, ey? Friedhof bringt mir nichts. Hier ist niemand. Er ist bei der Kirche, der Friedhof. Ja, ich bin bei der Kirche. Hier ist ein Friedhof, das sehe ich. Aber... weder ist hier jemand, noch kann ich irgendwas anklicken.
Das geht auch nicht. Ach, das ist nur ein Hase. Oh. Hier ist nichts. Will die mich... und meine Kerze ist gleich aus. Ja. Da hinten ist auch ein Friedhof. Ich weiß nicht, warum ich mich so langsam bewege. Wahrscheinlich, weil ich vorhin durch diesen Schnee gestapft bin. Ich sehe schon, dass da... Boah. Kotzt mich das gerade an. Hier ist der Wolf hin verschwunden. Bitte lass hier ein Friedhof sein. Ja, Gott sei Dank. Oh, wunderbar. Liam, ach so. Habt ihr die Wölfe gehört? Mhm. War das etwa seine Tochter? So. Jetzt kommt ein bisschen theatralische Musik. War das etwa seine Tochter? Quatsch, so ein Blödsinn, ey. War das etwa diese Lilith? Oder Lilly, war das vielleicht die Tochter von der grauen Mutter? Und sie hatte ihr die Kette geschenkt, vielleicht. Und die Tochter, also die Lilly, hat den Baker halt geheiratet. Das würde erklären, warum die auch nicht so gut auf die zu sprechen ist. Ich weiß echt nicht, warum ich so langsam bin. Da ist irgendwie so ein kleines Mannequin-Zeichen, aber mir wurde auch nichts angezeigt, warum, wieso oder so. Nur, dass ich sehr müde bin, dass es gleich direkt dunkel wird und ich voll im Arsch bin, ey. Ach, mir darf kein Wolf mehr begegnen. Ich will das jetzt alles nicht mehr. Das könnte das erklären. Aber ich meine jetzt so, ne, es sah jetzt nicht gerade aus, wie ich ja erwähnt hatte, bei dem Baker. Die Hütte sah so aus, als wenn irgendjemand, als wenn da ein Überfall stattgefunden hätte, als wenn irgendjemand was zusammengeschlagen hätte. Und die Stromrechnung hat er ja auch nicht mehr bezahlt. Ich mach's zur Sicherheit. Mach ich sie an. Ist mir einfach sicherer. Bin zwar jetzt ein leichtes Ziel,
Wenn man mich auf jeden Fall sieht. Ich höre den auch immer noch laufen links. Aber ich gebe nicht auf. Ich komme da definitiv an. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht ist die Lily ja gestorben. Und das könnte erklären, warum der Baker halt, halt die Wohnung so chaotisch hatte, eine Stromrechnung nicht mehr bezahlt hat, ne? Ich meine, dritte Mahnung und so, und über $1000, ne? So eine hohe Summe. Könnte schon einiges erklären. Ja. Und er wollte auch auf jeden Fall nicht weg. Also es sah nicht so aus, als wenn er gegangen, also als wenn er weggehen wollte. Aber sonst hätte er sich ja nicht in der Scheune aufgehalten. Die Frage ist natürlich, ist er durch einen Wolfangriff gestorben oder haben die Wölfe ihn einfach nur gefressen? Alles sehr tragisch. Irgendwie, ich weiß nicht. Ach, mir geht die ganze Zeit dieser Wolf nicht aus dem Kopf, der uns verfolgt hat. Ja, also der ja so penetrant war, ne? Also, unglaubliches Vieh, ey. Ach, wir kommen auch nochmal an. Ich denke mal, ich habe schwere Beine. Ich bin wahrscheinlich durch den hohen Schnee gestapft und jetzt klebt der ganze Schnee wahrscheinlich an mir. Oder meine Beine sind vielleicht müde oder schwer. Was könnte dieses Zeichen da bedeuten? Das fühlt sich auf jeden Fall so an. Also ich bin auf jeden Fall richtig träge. Und bevor ich jetzt gleich mit der grauen Mutter rede, ich weiß ja nicht, ob das jetzt gleich automatisch kommt, aber bevor ich sie auf jeden Fall anquatsche, decke ich meine Klamotten erstmal wieder ein. Denn nicht, dass nachher irgendwie was passiert, ihr Haus brennt ab oder sonst irgendetwas und wir verlieren unsere ganzen Klamotten, die wir gehortet haben. Eine Wunderleuchte. Werden ihr eigentlich verfolgt? Ich habe ja immer Angst, oder eher gesagt ein Problem damit, mich in Spielen umzudrehen. Also ich habe immer Angst, mich in Spielen umzudrehen und habe ein Problem damit auch, wenn man es kann. Weil, oder auch dieses, weiß ich nicht, ich habe immer diese Befürchtung, was passiert, wenn dann einer auf einmal ganz nah vor mir steht. Dann erschrecke ich mich, nee. Das will ich nicht. Wir haben es gleich geschafft. So, jetzt hat sie ein Unrecht wieder gut getan. Ein Unrecht hat sie wieder gut gemacht. Ein Unrecht. Oh, mein Gott. Ich kann die Umrisse der Stadt schon sehen. Ach mein Gott, wir sind so müde. Wir haben noch eine Wunderfackel. Wunderkerze. Ich weiß, Leuchtfeuer heißen die Dinger doch, oder? Leuchtfeuerkerzen? Leuchtfackeln? Leuchtfackeln, ne? Ich sag Wunderkerze. Wie das aussieht, wenn mich jetzt hier einer beobachten würde, ne? So, ich gehe hier so richtig steif und schwer, gehe ich durch den Schnee und halte eine Wunderkerze in die Hand. Der wird auch denken, die Alte, die hat sie nicht mehr alle. Aber ich höre dich. Ja, ich hab dich gehört, Wolf. Ja. Ich habe auch deine Fußspuren gesehen. Du bist da. Der ist hier hoch. Der ist ganz nah. Oh. Oh je. Jetzt geht unsere Wunderkerze aus. Okay, brauchen wir eine? Ich weiß es nicht. Wir marschieren jetzt erstmal fröhlich weiter. Beten, hoffen. Deswegen bin ich gerade so leise. Dödem.
Ja, das Spiel ist schon richtig gut gemacht. Denn man kriegt mittlerweile, man hat gar keine Angst vor irgendwelchen Zombies oder Mördern. Oder so etwas. Sondern man hat eher Angst, dass man gefressen wird. Und zwar von einem Wolf. Auf einmal macht ein jaulender Wolf viel mehr Angst, als wenn man irgendwie so einen Zombie sieht. Da ist irgendwas. Links von uns ist was. Ja, ich bin auch total im Arsch. Ich glaube, frag mich mal. Hauptsache, wir sind da, ey. Das ist das Wichtigste. Lily was your daughter. Ich hatte recht. You have a good heart, Mackenzie. You see things others would miss. But the name, Lily Barker, related to the farmer? You said they were liars and cheats. The years have made me angry. Lily was my daughter. Our daughter. Oh. Oh. Andere Theorie. I am also a Barker. The farmer was my husband. Mm-hmm. You lived apart. Frag dich mal warum. Mal ein Schlückchen trinken. Yes. Our Lily died climbing. She wanted to summit all the peaks on Great Bear. She was young, already very talented. One day she went out alone. I said no, but he said yes. Mm. Let her go. She needs to face it alone. So she faced it alone. And fell. I never forgave him. And the pearls? They were my mother's. I gave them to Lily on her 16th birthday, the year she died. I wanted the pearls buried with her, but her father wanted to keep them to remember her. We fought bitterly and never spoke again. Losing a child is... like losing your own life. But now, maybe you can save your friend. And Lily's death doesn't have to be for nothing. How? Take this key. Upstairs, in my Lily's old room, is a trunk with her old climbing things. Take the rope and the map, follow Lily's path, and you'll find the back way through the mountains. It's the only way to find the route to Perseverance Mills. I hope you find her. Thank you. What will you do? I'm content to sit here and think of my Lily resting with her favorite pearls. You've done a lot for me, Mackenzie. I won't forget about you. I'll try to come back. Or I'll send help for you. There's bound to be someone out there who can help. My journey is finished. But yours is only beginning. Go. Go and don't think of Grey Mother or Milton. We're of the old world now. The new world is for the strong to survive. Na, so sollen sie jetzt in Ruhe lassen. Okay, wie sieht's aus hier? Oh, wir sind sehr müde und wir haben Durst.
Ablegen, ablegen. Trinken wir mal ein bisschen was. Essen noch ein bisschen was. So, habe ich noch Stoff? Ich habe auf jeden Fall viele Sachen zum Feuer machen. Habe ich noch Stoff? Nee, ne? Da war mir klar. Doch, habe ich noch. Einmal. Ist ja lustig. Ablegen? Wieso ablegen? Getrocknetes Leder zur Reparatur. Wie sieht denn die Reparatur? Stoff zweimal. Achso, okay, jetzt habe ich es verstanden. Okay, dann ziehe ich die halt wieder an. Hä? Jetzt, ach, jetzt weiß ich, warum das nicht funktioniert. Natürlich. Ah, da muss ich definitiv mit dem Leder reparieren, ne? Erstmal muss ich jetzt pennen. Dafür gehe ich ins Bett. Nach oben. Ich habe voll Überlänge. Aber ich weiß, ich nehme jetzt erstmal die... hier. Truhe öffnen. Hallo? Ich würde sie gerne auch durchsuchen. Kletterseil. I'm gonna have to leave something behind. Jacke. Die brauchen wir nicht. Nee, brauchen wir nicht. Lilis Karte. Kapitel 4. Das verlorene Paradies. Aber ich mache jetzt erstmal Haier. Und penne erstmal 12 Stunden. Und verabschiede mich bei euch und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.